durchgefroren, müde, die Nerven liegen blank. Die Nachrichten heute Morgen haben uns natürlich noch weiter paralysiert, aufgelöst. Wir können momentan keinen klaren Gedanken fassen. Die Tränen sind gelaufen, die Kollegen liegen sich in den Armen. Tja, so geht es Menschen, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben und die wissen, dass Entscheidungen in irgendwelchen Vorstandsetagen ihre Existenz bedrohen. Damit guten Abend und willkommen zur Lokalzeit. Aktuell sind es diesmal die Stahlarbeiter aus Krefeld, Verlierer im Standortpoker mit einer ungewissen Zukunft. Mehr dazu natürlich jetzt bei uns. Die Nachricht kam nicht überraschend, doch sie schlug ein wie eine Bombe. ThyssenKrupp verkauft seine Edelstahlsparte an das finnische Unternehmen Outokumpu. Bis in die Nacht hatten die beiden Konzerne mit den Gewerkschaften verhandelt. Jetzt sind weitere Einzelheiten bekannt geworden. Und für das Werk in Krefeld bedeutet das, die sogenannte Flüssigphase wird geschlossen. Also der Teil der Produktion, in dem der Stahl gekocht wird. 500 Mitarbeiter sind von dieser Entscheidung unmittelbar betroffen. Die mahnende Glocke vor dem Nirosta-Werk in Krefeld gebracht hat sie wohl nichts. Denn sie sind die Verlierer des Milliarden-Edelstahl-Deals, die Arbeiter an den Schmelzöfen. Bis zuletzt haben sie gekämpft, jetzt wissen sie, ihr Werk wird Ende 2013 endgültig dicht gemacht. Bis tief in die Nacht hatten Gewerkschaft und Betriebsrat mit Vertretern von ThyssenKrupp und Neueigentümer Outokumpu verhandelt. Das Ergebnis kommt hier allerdings gar nicht gut an. Dass innerhalb von einer Woche so auf einmal so reingehauen ist. Ich meine, der Verkauf war ja schon länger im Raum, aber dass das jetzt so schnell alles passiert. Ist alles Mist, ne? Unsere Zukunft ist ja am Arsch, auf Deutsch gesagt. Und wenn das jetzt wirklich passieren soll, was soll man machen? Können wir mal einen Strick nehmen, auf Deutsch gesagt. Das ist nicht der Sinn der Sache. Ne, das bist du die ganzen Jahre bist du hier am Krücken und dann machen die sowas. Das ist nicht gut. Ich bin seit der Lehre hier beschäftigt und habe auch gedacht, ich würde hier auch von hier aus in den Ruhestand gehen. Und ich hoffe, das funktioniert auch. Wie die Firma letztendlich heißt, ist mir egal, aber wichtig sind unsere Arbeitsplätze und die sozialen Bedingungen. Und ja, dafür kämpfen wir. 500 Arbeiter sind in der Flüssigphase des Werks beschäftigt. Während dieser Produktionsteil im Bochumer Werk noch mindestens 5 Jahre erhalten bleiben soll, gehen hier schon Ende 2013 die Öfen aus. Für den Edelstahlstandort Krefeld bedeutet die Schließung nicht das vollständige Aus. Das Kaltwalzwerk soll erhalten bleiben und sogar noch ausgebaut werden. Und der Betriebsrat versichert, trotz der Schließung soll niemand arbeitslos werden. Wir haben uns durchsetzen können in Tarifverträgen, dass neben den Verabredungen keine betriebsbedingten Kündigungen, auch Ersatzarbeitsplätze zur Verfügung gestellt werden. Und das wird hier passieren. Wir werden versuchen, über Altersteilzeit hier Platz zu machen und gleichermaßen aber auch Arbeitsplätze im Umfeld von Krefeld anzubieten, in Duisburg oder HKM. Eigentlich sind sie hier alle stolz, für ThyssenKrupp zu arbeiten. Dass sich der Konzern aber ausgerechnet im 100. Jubiläumsjahr aus der Edelstahlproduktion zurückzieht, ist für die meisten nicht zu fassen. Sie sehen sich als Opfer einer schlechten Konzernführung. ThyssenKrupp-Manager haben über viele Fehlentscheidungen in Brasilien Milliarden reingesteckt. Da könnten sie hier mehrere Stahlwerke in Krefeld bauen. Und das Geld ist verloren gegangen. Die haben natürlich ihre Sorgen, die haben ihre Schulden. Wir sollen das ganze Ding ausbaden. Es ist 14 Uhr heute Nachmittag. Mehrere hundert Mitarbeiter fahren mit Bussen zur Konzernzentrale nach Essen. Sie wollen protestieren, obwohl die meisten schon ahnen, was auf sie zukommen wird. Ich bin Auszubildender im ersten Lehrjahr und wenn jetzt immer wieder mehr Stellen abgebaut werden und das Werk halt so gesehen zugrunde geht, dann bin ich und meine anderen jungen Kollegen halt, wir sind nicht verheiratet, wir haben keine Kinder, wir müssen dann so gesehen direkt nach der Ausbildung gehen und einen anderen Job suchen. Während der Aufsichtsrat den Verkauf der Edelstahlsparte absegnet, machen die Krefelder Arbeiter in Essen noch einmal auf sich aufmerksam. Denn auch wenn es vorerst keine betriebsbedingten Kündigungen geben soll, die meisten haben Angst vor einer ungewissen Zukunft. Inzwischen sind die Mitarbeiter wieder zurück in Krefeld und einige von ihnen sind vor das Nirosta-Werkstor in Krefeld gezogen und halten dort eine Mahnwache ab. Meine Kollegin Christina von Belo ist für uns vor Ort. Christina, es ist bitterkalt und trotzdem harren die Menschen dort aus. Mit welchen Hoffnungen?
Natürlich mit der Hoffnung erstmal, dass die 500 Menschen, um die es geht, die 500 Arbeitsplätze, dass die alle dann unterkommen nach 2013. Aber das hat der Betriebsrat ja heute fest versprochen. Dafür gibt es eben entsprechende Sozialpläne, die werden jetzt gebaut. Das soll also passieren. Aber die zweite Hoffnung setzt natürlich auf die Bandgießerei, diese Technologie, dass die nach 2013 dann hier auch weitergehen kann, dass die ausgebaut wird. Das ist die große Hoffnung, die hier alle Krefelder haben, alle Krefelder Stahlarbeiter. Hier, die Menschen waren heute alle in Essen, sind eben zurückgekommen hier zur Mahnwache, denn sie wollen weiterkämpfen. Bis heute Abend 22 Uhr werden sie hier stehen. Es ist tatsächlich bitterkalt. Herr Cantürk, Sie sind seit 20 Jahren hier im Werk. Ihre Familie lebt hier in Stahldorf in Krefeld. Was hat heute nochmal der Ausflug nach Essen für Sie gebracht? Ja, wir wollten einfach ein Zeichen setzen. Ich sag mal, dass wir als Stahlbelegschaft nochmal den Käufern zeigen, mit wem sie es zukünftig zu tun haben werden. Den Verkäufern noch mal ganz deutlich sagen wollten, dass sie mit ihrem 30-prozentigen Anteil sehr behutsam umgehen sollten, weil letztendlich Finnland ist weit, Essen aber nicht. Ja, Sie sind noch ganz angespannt. Sie haben aber auch viel Unterstützung bekommen. Heute zum Beispiel auch von anderen, die hierher kamen, quasi in das Hauptquartier der Gewerkschaft hier direkt gegenüber des Werktors. Dort sind heute sogar Kinder gekommen und haben den Krefelder Stahlarbeitern ein kleines Kampflied angeboten. Den Arbeitern hier in Krefeld auch unsere Solidarität zum Ausdruck bringen und aber auch ein Stück von unseren Erfahrungen, die wir damals als Junge noch gemacht haben, mit rüberbringen, dass es sich tatsächlich lohnt, um jeden Arbeitsplatz zu kämpfen. Ich finde das sehr schön, dass die Kinder auch nicht nur für die eigenen Eltern, sondern sich mittlerweile generell schon einsetzen. Die wissen genau, das Taschengeld, das kommt nicht von alleine, dafür muss Mama und Papa arbeiten. Und wenn Mama und Papa keinen Job mehr haben, dann gibt es auch nicht mehr wirklich Taschengeld. Ganz genau. Er hat gerade gesagt, es gibt auch kein Taschengeld mehr, wenn die Eltern nichts mehr verdienen können. Haben Sie sich schon Gedanken gemacht über sich selbst, wie es bei Ihnen weitergeht? Natürlich macht man sich Gedanken um sich selber, um die Kollegen. Ich meine, wir sind der zweitgrößte Arbeitgeber hier in Krefeld und man macht sich natürlich um die Existenz Gedanken, um die Familie Gedanken. Wenn man Krefeld kennt, so viele Arbeitsmöglichkeiten hat man nicht. Da kommt ganz viel auf uns zu und was soll man dazu sagen? Es ist schwierig, ne? Und wir werden sehen. Ja. Morgen gibt es erstmal noch einen wichtigen weiteren Termin. Morgen wird es hier eine gesamte Belegschaftsversammlung geben im Seidenweberhaus in der Innenstadt von Krefeld. Und dann kommt auch der Vorstandsvorsitzende von ThyssenKrupp. Und ich denke, der wird viele, viele Fragen sich gefallen lassen müssen. Und die Kollegen hier vom Stahlwerk in Krefeld werden auf jeden Fall weiterkämpfen und da absolut Position beziehen. Dankeschön, Christina, und Grüße nach Krefeld. Ja, es sind ja nicht nur die Mitarbeiter, die von den Entscheidungen betroffen sind. Kein Stadtteil in Krefeld lebt so sehr von den Stahlarbeitern wie Stahldorf. Letzte Woche haben wir ja schon darüber berichtet, wie eng die Menschen da mit Thyssen und Nirosta verbunden sind. Die Beschlüsse, die treffen direkt ihren Lebensnerv und bedrohen auch ihre Existenz. Auch Friseurmeister Hans-Werner Zeffer, den wir Ihnen am Samstag schon vorgestellt haben, auch bei ihm wächst die Angst vor der Zukunft. Gedrückte Stimmung beim Friseur. Hans-Werner Zeifer ist eigentlich immer für einen Spaß zu haben. Doch die Entscheidung gegen die Stahlschmelze in Krefeld verschlägt selbst ihm die Sprache. Der sonst so heitere Friseurmeister wird ernst. Ich habe heute Morgen die Nachrichten gehört. Das war heftig. Sie hatten ja bis zuletzt Hoffnung und jetzt vorbei. Vorbei, ja. Ja, das sind hier für diesen Brennpunkt noch mal einige Arbeitslose mehr, die auf uns zukommen und die auch auf mich zukommen. Und von daher sieht das hier in Stahlhof recht düster aus. Düster. So fürchtet Heiko von der Weid, sieht derzeit auch seine Zukunft aus. Gemeinsam mit seiner Frau Renate betreibt er einen Imbiss gegenüber vom Stahlwerk. 7 Tage die Woche schuften die beiden hier und kämpfen um ihre Existenz. Dass die Schmelze geschlossen werden soll, haben die Stahlarbeiter ihnen heute Morgen erzählt. Also die Jungs sahen alle sehr bedröppelt aus. Ist klar bei den Aussichten, die haben. Ne? Sterben auf Raten, also ist ja auch keine schöne Aussicht. Und
Die Stimmung von denen war natürlich niedergeschmettert, von mir natürlich auch, weil für mich bedeutet das natürlich, wenn der Werk zumacht, auch Umsatz einbußen und eventuell für mich dann auch das Ende. Mit der Entscheidung heute ist das Ende näher gerückt. Verzweifelt kämpft das Ehepaar seit Jahren gegen sinkende Einnahmen und fehlende Gäste. In der Imbissbude steckt ihr Herzblut. Hierfür haben sie eisern gespart, Geld investiert und gehofft, sich eine sichere Existenz aufzubauen. Doch jetzt droht der Traum zu platzen. Es tut schon weh, ja. Es tut weh. Also es wäre eine Lüge, wenn man sagen würde, es tut nicht weh. Was ist denn das Schlimmste für Sie jetzt im Moment? Das Schlimmste im Moment ist, wie gesagt, dass das Geschäft sehr schlecht läuft im Moment und dass wir dadurch, wie gesagt, nicht gut verdienen. Wie es im Moment aussieht, also, dass man gerade seine laufenden Kosten bezahlen kann. Also mehr ist im Moment nicht drin. Ein paar Straßen weiter hat Ursula Welzel ihren Laden. Auch ihr Schicksal ist eng mit dem Stahlwerk verbunden. Bis zuletzt hatte auch sie gehofft. Für die Menschen, die dort arbeiten und für sich selbst. Der Tag heute ist eine große Enttäuschung, sagt sie. Wir haben hier sowieso die höchste Arbeitslosenzahl von Krefeld im Süden hier im Stahldorf ohnehin gehabt, ohne diese Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich noch überleben kann hier. Das kann man sich ja vorstellen. Die Kaufkraft wird nicht mehr da sein, noch mehr Arbeitslose. Viele Leute werden wegziehen, möglicherweise der Arbeit hinterher. Und Sie? Ich mach dicht. Schlüssel zu und weg. Ich bin dann Hartz-IV-Empfängerin noch nicht einmal, sondern ich lebe dann von der Grundsicherung. Denn das hier ist ja meine Existenz. Das heißt, mein Arbeitsplatz ist dann auch gleich mit futsch. Stahldorf am Nachmittag. Wie ausgestorben. Wer hier wohnt und im Stahlwerk arbeitet, ist jetzt in Essen, um vor der Aufsichtsratssitzung zu demonstrieren. Die Tristesse des Stadtteils heute, für die Einwohner ist sie nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt, wenn das Werk dicht macht. Tote Hose, würde ich sagen. Also sie müssen für alles ein Fahrzeug haben und jeder kann ja nicht mehr fahren. Wir haben hier sehr viele alte Leute, 80er, 85-Jährige, auch 90-Jährige. Die schicken sie mal eben nicht mit dem Fahrrad weg. Ich habe noch Gott sei Dank, dass ich so weit bin, dass ich mit dem Fahrrad fahren kann, dass ich auch einen PKW habe und einen Führerschein. Aber 70% von den Stahldorfern hier haben das nicht, von den Alten. Noch hoffen die Stahldorfer und bangen um ihr Stahlwerk. Doch die Angst vor der Zukunft ist so groß wie noch nie. Manchmal frage ich mich, wie mag es den Entscheidern gehen, wenn die solche Menschen dann reden hören.